Hallo Holger. Hallo Dan. Es gibt ja eine Menge Anfragen extern zu dem Thema Arbeit mit Zahlenreihen von Grigori Grabovoi. Ja. Und vielleicht magst du mal so ein paar Beispiele benennen, welche Optionen, welche Möglichkeiten es gibt, mit diesen Zahlen zu arbeiten, vielleicht auch in Kombination mit geometrischen Figuren und vor allen Dingen, was du dort in deiner Arbeit mit diesen Themen erlebt hast. Ja, vielleicht eine ganz interessante Frage. Ich habe ja schon einige Ergebnisse wahrgenommen, sowohl für mich selbst, du selber hast ja auch schon mit Zahlen gearbeitet und auch Teilnehmer in unserem Workshop. Und die Frage, wieder die Basis unseres Handels ist natürlich ein zielgerichteter Prozess. Das heißt, wofür arbeite ich dann mit den Zahlen? Ich habe ein klares Ziel zu formulieren, eine Vorstellung von dem, was will ich erreichen. Und dann geht es darum, wenn man die richtige Zahl gefunden hat, die da 7, 8, 9-stellig sind zum Thema Gesundheit, liefert Grigori Grabovoi ja über 1000 Zahlen, Zahlenkombinationen, die man als erstes mal so als Zahlenreihe stehen hat. Ne? Zum Beispiel für die Augen die 189, 1014. Das ist diese Zahlenfolge bitte dann nicht irgendwie zusammenfassen, 189, 10, 14 oder 1800, weiß ich nicht, sondern wirklich Ziffer für Ziffer sich vorstellen und am besten sage ich mal, wie ich das gemacht habe. Ich habe die Zahl natürlich erstmal versucht zu lernen, damit ich sie vor meinem geistigen Auge auch haben kann. Ich habe mir die Zahl auf einen Zettel geschrieben und in Ermangelung eines Besseren habe ich gesagt, naja, ich informiere meinen Körper. Ich habe mir die Zahl auf meinen Unterarm geschrieben, mit meiner energetischen Hand in die Augen, ins Wasser. Ich habe Wasser informiert, nach Emoto geht das ja. Sowohl mit meiner energetischen Hand, mit meinen Augen visualisiert, als auch auf einen Zettel geschrieben und das Wasser einfach draufgestellt. Ich habe mir vorgestellt, es ging bei mir um Augen, einen Zettel gemalt und habe mir den in die Brillen, in das Brillengestell links und rechts reingeklemmt, also nah am Kopf, um die Schwingung, immer mit der Vorstellung, vollkommen gesunde Augen zu haben, in nah und fern zu schauen, scharf zu sehen in Farben und Kontrast bei jedem Lichtverhältnis. Das war so meine Emotion, die ich da reingebracht habe in die Arbeiten, also eine klare Zielvorstellung. Und dann, als ich die Zahl so nach dem ersten Tag dann drin hatte, bin ich beim Joggen Schritt für Schritt die Zahl durchgelangt. Die 189, 1014. Also bei jedem Schritt mir die Zahl vorgestellt. Ich habe eine ganz interessante Konzentrationsarbeit gemacht und das ist eigentlich das Arbeiten mit den Zahlen. Ich konzentriere mich auf die Zahl, ich stelle sie mir vor. Stellt euch vor, da ist ein blauer Himmel und in Wolkenschrift male ich die Farben dort in den Himmel. Und dann darf der Wind auch gerne kommen und beim Einatmen hole ich die Zahlen rein, habe die Zahl wieder rangeschrieben. Man kann Techniken von dem Grigori Grabovoi kombinieren, das ist ja dieses Gebiet der Zahlen mit geometrischen Formen. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, vor seinem Körper einen Würfel, der ja in seiner geometrischen Form verschiedene Ebenen hat und dann an eine Ebene sich die Zahl für das Thema, was man da bearbeiten möchte, vorstellen. Mit einem Impuls fallen die Zahlen meinetwegen runter oder schweben an eine andere Ebene dieses Würfels, dieses Kubus. Man kann auch eine geometrische Form, diese Sphäre nehmen, dort einen Impuls reinsetzen, was will man erreichen, zusätzlich die Zahl informieren und dann in den Körper bringen. Was bei mir auch, glaube ich, sehr spannend war und diese Zahlen haben wirken lassen in ihrer Frequenz war, ich habe mir einen Würfelbecher vorgestellt und in diesen Würfelbecher hinein die Zahlen gedacht. Dann habe ich gewürfelt, habe die Zahlen ausgeschüttet und dann in meiner Vorstellung die Zahlenreihe wieder zusammensortiert. Also die 1 gegriffen, die 8, die 9, die 1, die 0, die 1, die 4. So dass am Ende so ein kleines Zahlenpuzzle entstand, die Zahlen dann wieder genommen, die Zahlenkombination wieder in den Würfel, Becher und weitergemacht. So, das war meine Arbeit mit den Zahlen. Ich denke, da geht es vor allen Dingen um die Beschäftigung, die Fantasie, die Kreativität und immer wieder Wiederholung beim Fahrradfahren, beim monotonen Arbeiten, vielleicht beim Schneiden von Gemüse, was man da so machen kann, immer wieder die 189, 1014. Und wenn ihr alleine seid und euch keiner zuhört, könnt ihr sie gerne sprechen, um ansonsten euch in dieser Gänze zu der Zielvorstellung benutzen. In der Vorbereitung, in der Arbeit mit Zahlen, ja.
Wie viel Gewicht legst du, wenn du für dich arbeitest, in diese Vorbereitung und was gibst du anderen mit auf den Weg? Kybernetischer Zielsuchmechanismus. Mhm. Ich denke, bevor ich irgendwo hinfahren möchte, von einem Punkt zum anderen, also was verändern möchte, meine Position, würde ich viel Energie darauf verwenden, mein Navigationsgerät zu programmieren. Und ähnlich ist es mit dem Arbeiten mit den Zahlen auch. Mhm. Das heißt, eine Emotion aufzuladen zu meinem Ziel. Nicht nur einfach sagen, ich stelle die Norm meiner Augen wieder her, was ja dann mein Ziel ist, sondern aufgeladen mit einer Emotion, mit einer klaren Vorstellung, was ich erreichen will. Was wir dann Ideal nennen in unseren Workshops auch. Die Erschaffung des Ideals, das ist hat einen wesentlichen Bestandteil an unserer Arbeit. Und die Zahlen dann zusätzlich über ihre Wirkung der Schwingungen, die da reingehen, das in Kombination ist es eigentlich. Dann verknüpfst du das Ideal mit der Zahl. Das Ideal mit der Arbeit mit der Zahl. Mhm. Und bei dem Erschaffen des Ideals, wie wichtig ist denn die Formulierung des Ideals? Klar, die Zielformulierung, was ich erreichen möchte, darf positiv in der ersten Person und Gegenwart. Stellt euch also vor, das, was ihr erreichen wollt, ist schon Realität. Und das würde also bedeuten, ich habe vollkommen gesunde Augen und nicht, was völlig falsch wäre, ich möchte gerne oder will gerne gesunde Augen haben. Also die Vorstellung in der Gegenwart, ersten Person, positive. Mhm. Ne, nicht das, was ich nicht will, sondern das, was wir wollen, mhm. Das formulieren wir. Was ist dabei zu beachten, wenn jemand die reine Zahl mit einer weiteren Technik und Methode verbinden möchte? Wenn er also schon mal mit der Zahl gearbeitet hat und dann noch ergänzend etwas tun möchte, worauf ist dann zu achten? Wir lehren in unserem Basisworkshop etwa 20 verschiedene Techniken. Und das Arbeiten mit der Zahl ist eine Wiederholung, eine Fleißarbeit, immer wieder rein. Kombiniere ich das mit anderen Techniken von dem Grabovoi und Schülern von Petrov und wie die alle heißen, dann setzt man ja einen Impuls, Wiederherstellung, jetzt bis in die Unendlichkeit, um die zeitliche Fixierung und den Entschluss zu manifestieren. Und wiederhole ich diese Arbeiten immer in der Vorstellung zur Unterstützung der Wiederherstellung oder zur Unterstützung der Arbeiten, die ich schon mal initiiert habe. Denn dass da Prozesse laufen, in der Vorstellung dürfen wir dann arbeiten und in so eine Art Empfangsbereitschaft gehen. Der Impuls, wenn man den fühlt, nochmal zu wiederholen, ist okay. Ansonsten bei den Augen empfehlen wir in so einer Erwartungshaltung, dass die Pflanze rauskommt, vielleicht ein, zwei oder dreimal am Tage sich anzugucken im Spiegel, seine Augen zu betrachten wie ein heranwachsendes Kind vielleicht, mit Liebe, mit dem Impuls der Liebe. Es wird, ich habe meine Arbeit richtig gemacht und meine Augen sehkraft wird von Minute zu Minute besser. Ne? Und nicht das Gießen einer Pflanze, sondern das Geben Impuls Liebe auf die Augen, das wäre. Und und emotional gedacht, wenn ich es denn nochmal machen würde, zur Unterstützung meiner bereits getätigten Arbeit. Wie ist denn das mit dem Thema? Wir kriegen ja eine Menge Anfragen, wo Leute eine ganz spezielle Krankheit haben, sehr, sehr speziell und gerne eine sehr spezielle Zahl dafür hätten. Was ist denn denen zu raten, die keine ganz spezielle Zahl haben? Wie können die denn mit den Zahlen arbeiten? Gibt es da auch übergeordnete Kategorien, die man mit dem Ziel verbinden kann? Ja, also in dem Buch von Grabovoi, und wir transportieren diese Technik der Zahlen, mit den Zahlen arbeiten ja auch in unserem Workshop, da gibt es Bereiche, also Kopf oder Rumpf, Gliedmaßen, linker, rechter Arm. Es gibt übergeordnete Zahlen zum gesamten Kreislauf oder eine übergeordnete Zahl für die Augen, ohne wenn man das spezielle Thema nicht kennt. Und dann gibt es auch eine Zahl, die ist ganz interessant, vielleicht eine unbekannte Krankheit, ne, wo man also keine genaue Diagnose hat, so unklar, oder man hat eben nicht die richtige Zahl parat, um aber Dinge lösen zu können und was zu verändern, wäre dann eben diese unbekannte Ursache, die Zahl, die es da gibt, die 1884321, also recht einfach zu merken, die ich dann auch gerne verwende oder auch kommuniziere. Und ich weiß von unseren Teilnehmern, dass einige diese Zahl nehmen und ja, sehr interessante Ergebnisse damit erzielen. Okay. Ja, viel Spaß und viel Erfolg beim Tun.